Und damit herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 13. Ja, ich habe mich mal wieder ein bisschen mit der Final Fantasy Serie an sich befasst. Aber auch gerade mal das Lösungsbuch von Final Fantasy 12 ein bisschen angesehen. Und hab mir gedacht, ey, das könnten wir doch eigentlich als HD-Remake mal machen. Wäre doch was. Komm gleich noch auf so Train. You look tired. Not enough sleep? Schlaf? I guess. Kann sein. Not surprising. Cute girl like me. It's hard to close your eyes, huh? Doch. I'm just gonna lie down for a bit. Gut, muss sagen. Being made of the sea, it's not easy. I mean, look. Even I'm kind of worried. Gut, muss ich ehrlich sagen. Even if we don't know what'll happen. Hässlich ist Vanilla nicht, aber. We have to keep our dreams alive. Have something to look forward to. Naja. You know? Next stop is Nautilus. City of Dreams. Okay. Yep. Ja, kleine Chocobo. Und wieder rein, Zar. Ja, wie gesagt, hässlich ist sie ja nun nicht, aber es geht echt. Gut aussehendere. Sag ich jetzt mal. Hallo? Wo ist das hin? Sass? Komm mit! Komm mit, ich führe dich zu ihm! So ungefähr. Oh, wir sind alleine. Oh. Ah, wir wissen schon, wohin wir müssen. Ich gucke mich trotzdem hier noch ein bisschen um. Ich will ja auch nicht zurücklassen, ich will ja nur hinten gucken. Menschenskinder. Menschenskinder. Ich weiß, dass das da hinten irgendwo ist. Ein simpelster Ort da hinten irgendwie. Da kommen wir ja scheinbar sowieso noch hin. Naja, was soll's. Was soll's? Gucken wir mal. Wollen schon sehen. Ich sehe ihn nämlich noch nicht. Ah, da ist er ja. Ah, das ist die Scheiße. You scared me. What's up? I'm just thinking. Thinking of. Don't blame yourself. Ooh. You know, you can't control who a FLC picks for a focus. My son Dodge. He was picked. He's a lessee. He said he wanted to see a foul sea. So, I took him to go on a tour of the Uriday Gorge plant. Thought I'd surprise him with a chocobo chick to take home, but the second I turned my back, into the energy plant he went.
Dodge! Dodge, come out here! Dodge! I know you're in here! Dodge! Where are you? Say something! Dodge! Hey, what's wrong? Dodge! Daddy! It's all right. You okay? You're not hurt, are you? What's that? Apparently, those post-Lassie had snuck in and tried to attack the Sanctum Falci. It did the only thing it could and made Dodge of Lassie to protect it. My son, he got picked by a Sanctum Falci. He's a hero. But we're post-Lassie. Dodge's enemies. Psycom showed up right after that to take custody of him. And then, it was one test after another. Even then, they couldn't figure out his focus. Maybe it was look for post-Lassie. Maybe it was kill him. Either way, how could a kid that young even stand a chance? After he was made a Lassie, Dodge had some way of sensing things from Pulse. He was the one who found the Pulse Falci. But the kid can't fight. So, that's why I put myself on the train to Purgeville. I figured his focus had to have something to do with destroying that Pulse Falci. Thought I could do it for him and, well, you know the rest. If I was right about his focus, he's probably a crystal already. Of course, if he was supposed to take out that thing's Lassie, then either we die, or he's a Seath. Die? Really? It's a pickle, all right. But the bird says no. Ja. Haben wir so ein bisschen was erfahren zum Sass. Sein Sohn wurde also von den Four Seas ausgewählt zu irgendwas. Ja, ist quasi Lassie geworden. Oder so ähnlich. Auf jeden Fall ist er zu einem. Haben wir ja gerade gesehen, ja. Das haben wir gerade gesehen und wir haben es aber auch genau gesehen, diejenige, die das, also Sass Sohn, zu einem Lassie gemacht hat, war Menil. Hat man eigentlich das hier ganz gesehen. Ah ja, okay, machen wir weiter. Sollen wir kurz gucken mal? Wo wir gerade hier sind, können wir gleich mal Modifikationen gucken. Mal. Funktionieren Sicht. Ja, 40. Alles nicht so wirklich gut. Gehen wir ein bisschen in der Asus Wars. Erst zu wissen, ne? Carbonreif. Trinken wir dann keiner den Kraftreif. Blitzring, blitzresistent. Resistenz, Schutzangriff, Flor, Notlage. Heiltrankeffekt mal 2. Nicht schlecht. Angriffszauber. Thank you.
Wir machen mal ein bisschen was hier. Ich würde eigentlich lieben gern noch ein Level Up bekommen für den Ring. Für das Siegel, besser gesagt. Ja, ja. Sehr gut, hat das noch irgendwas, was er trägt, außer den Carbonreif? Nicht wirklich. Deswegen lassen wir es erstmal so. Ich drehe mich kurz um, gucke, wie so Zeit aussieht. Ja, 10 Minuten noch was. Wir tun speichern. Und mache, würde ich sagen, jetzt nicht mehr viel, weil ich möchte dann hier auch langsam aufhören. Naja, auf jeden Fall, ich würde sagen, ja. Was machen wir jetzt? Ich modifiziere noch ein wenig. Den. Ich muss gerade selber mal gucken, ne? Irgendwie geht das Magiesiegel zweimal. Ist eigentlich gar nicht mal so schlimm. Carbonreif. Ach. Wir stärken jetzt noch ein bisschen, ne? Den Carbonreif. Ah, sehr gut. Hat der nichts gebracht, wa? Naja. Wir haben noch 29.000, da würde ich sagen. Wir gehen noch ein bisschen einkaufen. Ne? Ich muss selber auch mal gucken hier. Ich würde sagen, von jedem können wir mal 5 holen. Ne? Und das so ein bisschen verwenden. Ne? Ja, ich meine, das ist zwar ein bisschen blödsinnig, was ich hier gerade mache, aber ist ja eigentlich im Prinzip aber auch egal. Du kriegst 2 davon, 2 davon, 1 davon und 1 davon. Wenn ich wüsste, ob der Carbonreif jetzt mehr TP bekommt, wenn ich den stärke. Probieren wir nochmal aus. Ein davon. Ja, bekommt mehr TP, super. Dann machen wir noch einen davon. Und hier auch 2 von. Hier ein. Und hier ein. So. Ist jetzt zwar nicht gerade die Welt, was er da jetzt hat, aber das ist erstmal. Das setzen wir aus auf die Waffe. Aber nicht auf die zwei, sondern auf unsere. Ah, die will ich halt mal gucken, ob das überhaupt sich lohnen würde. Wo wir sind bei 14 Minuten, würde ich sagen, ich mache einen Cut. Ich überlege mir das mal. Gucken wir mal genau an. Und dann sage ich euch im nächsten Part, wie ich das mir so denke. Okay. Ciao.